Schön, dass ihr da seid. Pressegespräch vor unserem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag um 15.30 Uhr. Für die Partie haben wir Stand jetzt 47.400 Tickets verkauft. Die restlichen etwas über 2.000 Tickets verteilen sich zum allergrößten Teil über die Osttribüne. Das heißt, alle anderen drei Tribünen sind ausverkauft. Wir hoffen oder gehen mal davon aus, dass wir so um die 48.500 auch auf jeden Fall schaffen werden. Aus Nürnberg erwarten wir etwa 5.500 Fans. Die haben den Großteil, ich glaube sogar fast das gesamte Kontingent auch verkauft. Schiedsrichter der Partie Guido Winkmann. Dreimal hat er uns dieses Jahr gepfiffen. Zwei Spiele habe ich verdrängt. Einmal haben wir unentschieden gegen Köln gespielt. Außerdem bei dem Spiel gegen Nürnberg gehen wir in die zweite Runde unserer Aktion Lauter Abstiegskampf. Das heißt, während der Partie sind insgesamt 12 rot-weiße Fanwände in den Tribünen aufgestellt, auf denen die Fans sich verewigen können. Und nach dem Spiel werden diese 12 Planen, die es letztlich sind, werden auf Platz 2 auf dem Trainingsplatz aufgehangen. Und das Ganze auch symbolisch von den Fans mit den Spielern zusammen. Denn das soll auch ein bisschen versinnbildlichen, wie eng der Zusammenhalt hier auf dem Wetze ist. Außerdem verkaufen wir noch spezielle Schals in der speziellen Nord- und Südtribüne und schauen mal, inwieweit wir die Aktion Lauter Abstiegskampf noch weiter vorantreiben können. Noch zur Info die weiteren Verkaufsstände. Schalke 5.000 Tickets, die wir verkauft haben. Das dann folgende Spiel gegen den FC St. Pauli zu Hause 45.000. Für unser letztes Auswärtsspiel in Wolfsburg haben wir Stand jetzt unser gesamtes Auswärtskontingent, sprich 3.000 Tickets, abgerufen und auch verkauft. Da der ganz nachdrückliche Aufruf, deckt euch ein, wo es nur geht. Gerne auch bei den Wolfsburgern direkt. Bremen weiterhin ausreserviert, was heißt, dass es keine Tickets mehr im offiziellen Verkauf gibt, aber regelmäßig noch Tickets frei werden können, und der Hinweis, dass es im Augenblick noch ein Kontingent zu erwerben gibt bei unserem Ticketpartner Viagogo. Das war's von diesen sogenannten Standards. Kevin, jetzt am Samstag können wir theoretisch die 3 Punkte von Stuttgart vergolden. Siehst du das auch so? Und wie wollt ihr das Spiel angehen gegen den Club? Ja, ich denke, dass es gut wäre, wenn wir gegen Nürnberg nachlegen würden. Das Spiel gegen Stuttgart oder in Stuttgart bestätigen mit 3 Punkten zu Hause. Das wäre natürlich ein weiterer großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wir gehen das Spiel an wie alle anderen. Wir versuchen das Spiel oder wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, um da weiter einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Und wollen natürlich auch da ganz konzentriert dran gehen und hoffen auch auf eine große Unterstützung von den Fans, dass wir da am Ende siegreich aus der Partie rausgehen. Ja, so viel eigentlich nicht. Wie du gesagt hast, ich spiele jetzt seit 4 Wochen von Anfang an. Aber großartig viel verändert hat sich natürlich nicht. Es gab jetzt größerer Medienrummel in letzter Zeit. Aber ich trainiere genauso weiter. Ich versuche weiter im Training Gas zu geben, mich anzubieten, dass der Trainer auch ein gutes Gefühl hat, wenn er mich aufstellt. Versuche das natürlich auch im Spiel zu bestätigen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, so viel hat sich natürlich nicht verändert jetzt. Werden beide definitiv ausfallen für das Spiel. Prognose schwer, sind beide aber im guten Aufwärtstrend, sodass wir eine vage Tendenz haben, dass sie nächste Woche dann auch wieder zur Mannschaft stoßen könnten. Also Sie hören schon recht vorsichtig formuliert, aber für das Spiel am Wochenende keine Chance. Nein, aber das ist immer ein Resultat der Spieler, welche Eindrücke sie mir geben und wie sie dann diese Einwechslung annehmen. Ich habe das vorhin genannt am Beispiel Hoffer. Wenn ich reinkomme und ich bin motiviert, ist das förderlicher, als wenn ich reinkomme und ich bin deprimiert. Also von daher wird immer der Spieler mir aufweisen, ob eine Einwechslung die richtige war.